Jetzt habe ich euch aber tatsächlich ganz schön auf die Folter gespannt. Nachdem wir bereits die Demo gespielt haben, kommt jetzt endlich die Vollversion von Bramble the Mountain King, einem fotorealistischen Adventure mit ganz starken Horrorelementen, fast schon beinahe, ich weiß nicht, ob so Herr der Ringe mäßig eventuell ein wenig übertrieben ist, aber ich glaube, ihr werdet schnell merken, in was für eine Welt wir hier uns begeben. Ein ganz herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Wir schauen mal rein und dann dürft ihr wie immer entscheiden, ob wir daraus ein ganzes Projekt machen. Bis jetzt klappt das gut. Ich bedanke mich vielmals für euer Feedback. Es macht mir mega Spaß, den Kanal hier zu führen, weil ich einfach, ja, zocken kann, wonach mir gerade die Nase gewachsen ist. Mir egal, wie viel Aufrufe das macht. Also nicht egal im Sinne von, ich spiel's weiter, wenn es niemand guckt, aber ihr wisst schon, halt einfach so ganz drucklos, wir zocken ein bisschen und ich hab Bock da drauf und ich hoffe ihr auch. Also lasst uns mal ein neues Spiel starten. Ich hab nicht reingeschaut, ich weiß nicht, warum das Game hier Lügen erzählt. Frech finde ich das. Aber ich denke mal, es wird hier noch einige Momente und Augenblicke geben, die mir wesentlich schlimmer in Erinnerung bleiben. Da hört sie es schon. A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Keine gute Nachtgeschichte, wenn sie nicht ein bisschen gruselt. Spaß, macht es nicht. Bitte verängstigt nicht eure Kinder. Sonst landen sie nachher auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr wisst, das geht nicht gut aus. Oh. Wir dürfen also? Ja gut. Da sind wir. Ein kleiner Strolch auf Abwegen. In der finsteren Nacht. Doch was hält diese für uns bereit? Nicht am Ende des Tunnels? Nein, wir haben bereits eins in der Hand. Doch wird es uns den Weg erhellen oder uns nur weiteren Besuch bescheren, den wir nicht gerade einladen würden? Ist das die Geschichte? There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. Ja. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon the forest seemed to grow colder and darker. Boah, ich liebe so Spiele mit dieser Art von Erzählweise. Ich finde das so cool. The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs. And she could not get away. And the girl was never seen again. Boah, das reißt mir das Herz, Alter, das Bild. Alright. Gut. That is what happens Gute Nacht. When you do not listen to your Schlaf mother. Gut. Especially you, Lilimore. Their mother had said before kissing them goodnight. Und so wird der Traum finstere Realität, offenbar. Augenscheinlich gibt es vielleicht einen Weg, wie wir okay aus diesem Abenteuer herauskommen? Gibt es den? Excuse me? Wir haben hier... Ah, warte mal, ich kann es so drehen. Entschuldigung. Moment. Was haben wir da? Svenska Tentstickor oder so. Das klingt irgendwie wie so eine Art Name. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir jetzt etwas geschafft, nachdem wir die Streichhölzer, wo ich unbedingt raten würde, sie deinen Kindern im Zimmer zu überlassen. Absolut. Haben wir damit was geschafft? Nicht wirklich. Wir sind kleine Soldatenfiguren. Och, sieht das süß aus. Wenn wir im Wald sind, werdet ihr sehen, was ich mit Fotorealismus meine. Es kommt hier und da noch nicht ganz rüber.
Lillimore ist unsere Schwester, oder? Und wir sind Olle? Ich glaube schon. Weil wir ragen nur bis zur... Also, da auf die linke Seite. In diesem Haushalt bemüht man sich halt auch echt nicht zu verhindern, dass die Kinder schlecht träumen, hä? Ah! Okay. Nun, da wir alles angeschaut haben... The darkness outside. Treten wir in die Fußstapfen unserer Schwester? Na komm schon. But not being with his sister scared him eine lange Reise. Und das Licht erlischt. Wir lassen die Sicherheit unseres Zuhauses zurück und treten hinein in unbekannte Welten. Und ich habe das Gefühl, auch in diesem Spiel wie in so vielen betrachtet uns so ziemlich alles, was wir dort draußen erwarten können, als kleinen Mitternachtssnack. Und das macht doch etwas aufgeregt, nicht wahr? The nearby forest was a familiar place during the day. Ja, aber jetzt, um diese Uhrzeit? But at night, it was a different story. Glaube ich. There was no trace of Lillimore, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. In Geschichten wie diesen sollte irgendetwas in dieser Art möglich sein. Immerhin waren es auch Bäume, die Isengard befreit haben, nicht wahr? But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Oh, das ist ein Plot-Twist. Oh. What? Das zeigt uns zumindest die Richtung, hä? Schienbein gebrochen. Reise vorbei. Oh, warte. Guck mal. Das ist dort König der Tannenzapfen. Boah, das ist alles so süß gemacht. Kannst du hier rüber? Ja, kann. Kleiner Kletteraffe. Boah, ich bin so beeindruckt. Ah! Von der Optik. Nicht zu laut, Seth. Sie hören das. Okay, ich denke mal hier hoch. Yep. Sieht so aus. Ich bin mir nicht sicher, wie lang dieses Spiel ist. 2,5 Stunden oder so? Jetzt nicht so ewig. Aber es gibt auf jeden Fall einiges zu tun. Mal schauen. Hui! Oh mein Gott! Ein Apfelbaum? So verhungern wir hoffentlich wenigstens nicht. Oh. Irgendwer war kürzlich hier. Die Äpfel, die sind noch nicht braun. Und sowas oxidiert ja schnell. War das die Schwester, die uns vielleicht ein paar Hinweise geben will? Ist zumindest, was ich glauben möchte. Da oben scheint Licht aus der Hütte. Oh. Streichhölzer? Ja, da haben wir es doch. Oh, da ist ein Schlüssel drin. Ah, das war wie so eine Art Tutorial. Damit wir das wissen, wie wir damit umgehen. Ja, ich verstehe. Alles klar. Kommen wir jetzt wohl hier rein. Und es gibt keinen Weg zurück. Nope. Nicht mal, wenn wir uns drauf anlegen. Gut. Oder auch nicht. Je nachdem, was wir zwischen den Zähnen oder wer uns zwischen den Zähnen hat. Ja, alles klar. Hopp. Hopp. Schwupp. Okay. Das sieht mich nicht. Wenn ich mich nicht bewege, sieht es mich auch nicht, richtig? Es kann mich nicht erblicken. Seine Optik funktioniert auf Bewegungsbasis. Hihi, Smile. Oh. Okay.
kann es nicht richtig erkennen. Eine von denen hat wen an der Hand. Muss ich hier rüber? Die Antwort ist nein. Aber hier bestimmt. Oh. Hopp. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Da war eine unsichtbare Wand, ich schwöre. Diese... Der Winkel, die Betrachtung, das ändert sich. Man spielt hier sehr viel mit Unschärfe und so. Ja, es soll sich so ein bisschen wie so eine Art Film spielen. A symbol of hope. Was haben wir in der Bootsfahrschule gelernt? Keine leuchtenden Dinge anfassen, die du irgendwie in einem mysteriösen, verfluchten Wald findest. A spark of courage. Egal, was die Mutter dir erzählt. Hinaus. Kann man das anmachen? Ist halt wie eine Taschenlampe, ne? Oder funktioniert es automatisch? Ich weiß es nicht. Noch bewegt sich nichts. Oh, wow. Ich hör's. Irgendwer singt. Wie in den Geschichten über die Sirenen. Es kann trügerisch sein, dem Gesang zu folgen. Hopp. Ist sie das? Oder will die Welt mir an meiner Stupsnase mich... Nein! What do you have there? Lilimur asked. It glimmers beautifully. Gehst du immer hier auf die Klippen, um eine Melodie zu trällern? What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Das ist aber ein langweiliges Fangspiel, Alter. Let us play, little brother. Lilimur bubbled. See if you can knock down this pine cone. Oh! Oh, wirklich jetzt? So diese Wilhelm Tell-Nummer. Bam! Das hat gematscht. Ich weiß. Ich bin ein Künstler alleroberster Güteklasse. So, noch ein? Oh, der hättest du dir mal Oma herwerfen können, du. Okay, ran jetzt. Also ich kann das Ding schmeißen, ja? Das ist keine Taschenlampe offensichtlich, weil, naja, ihr seht's ja. Was ist, wenn ich es ins Gesicht werfe? Ach, komm! Das ist doch nicht mehr ernst. Gut, gut. Ich verstehe schon. Und was nun? Heb auf. Als ob ich das so kann. Als ob das halt auch so fliegt wie ein normaler Stein, aber nicht das Gewicht hat. Ey, oh, wann ist der Zeitpunkt, wo du stolz bist auf mich? Wo wir halt einfach irgendwie nach Hause ins Bett gehen können. Hier. Come on. Nein, Lilimur! Oh, ich dachte, sie stürzt jetzt darunter. Gut, ist okay, sagt nichts. Oh, was für ein krasses Game, oh mein Gott. Ja, sowas habe ich noch nie gespielt, oder? Meine Güte. Alright, das war, bin ich sicher, irgendwie das erste Kapitel. Die Story fängt an. They tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Aber wurden wir getrennt? Oh.
ist das gruselig. Follow me, little brother. I will protect you, Lila Moore said. Ich hoffe, das kommt auf YouTube auch so rüber. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Wir sind so tiny, oder? Ah, die zeigt mir jetzt, wie es geht. Lila Moore loved adventures. And Ulle loved Lila Moore. Ich hätte wohl doch ein bisschen besser aufpassen sollen. Ja, gut. Ich bin noch klein. Ich habe Mini-Beine. Verurteilt mich nicht. Dieser Höhenunterschied. Ich habe das schon bei Little Nightmares Probleme mit gehabt. Zu wissen, welche Direction ich springe. Wisst ihr, was ich meine? Boah. Auch gerade so. Gut. Wir üben das noch. Oh nein. Wir wissen, irgendwas wird passieren und dann sind wir allein. Aber vielleicht können wir unsere Schwester retten. Das war wenigstens cool. Ich bin schon jetzt traurig über die Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Was ist da für eine... Das ist so ein kleiner Turm, wie so eine... Von so einer Kirche, eine Glocke ist da auch. Boah! Warum sind manche Sachen so überdimensioniert und andere nicht? Oh, hi! Lol. Stehen wir jetzt Gnomen fangen? Ey, es wird noch gruselig, vertraut. Lol. Hi. Excuse me, ich wollte nicht stören. Wie süß das gemacht ist. Okay. Ich denke, ich muss hier hochklettern. Lol. Sorry. Naja, ich weiß schon. Oh. Okay, da ist einer gefangen. Achso, ich kann das hochziehen. Oh, Alter, der hat einen mächtigen Hörsturz. Komm, jetzt mach die Augen auf. Und geh da weg. Ich lass es fallen. Diggi. Die Füße, oh mein Gott. Okay, das sind also Freunde. Die kann man also eigentlich nur lieb haben. Willst du mir was zeigen, kleiner Mann? Ja, ich bin vor allem auch ein kleiner Mann, ne? Also. Gnomes are peculiar and playful creatures. Oh, die leben hier. They live peacefully in daylight. Ducks. And keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of. Until this day. Wie jetzt? Ein unheimlichen Appetit auf sie. Oh, ist das süß alles. Oh mein Gott. Das ist ein Igel, kein Dachs. Sorry. Ein Dachs wäre halt viel größer. Ich bin verwirrt wegen der Größenverhältnisse. Habt ihr eine Idee? Oh, wir brauchen Hilfe. Ja, juhu. Oh, ich raste aus. Ich sterbe, Alter. Oh mein Gott. Auk. Ey, komm. Helft alle mit. Nicht? Okay. Was machen wir dann? Wir haben uns jetzt hier versammelt. Um nicht Appetit aufeinander zu haben, okay? Lass uns das mal klarstellen. Boah, ich sehe voll aus wie die, ne? Mit meinem T-Shirt und den Haaren. Oh mein Gott. Halt wie zu Hause. Ich wohne auch im Gnomenland. Oh. Wait, huch.
Sind sie jetzt versteckt? Achso, ich muss die finden. Ah, wir spielen Verstecke. No. What? Das ist so ein Wimmelbild. Da. Ein bisschen bewegen sie sich ja. Ach, hier ist ein Opi. Boah, ich suche hier. Da? Noch 4 Stück? Hier ist einer. Dahinter und da. Ich glaube, das waren alle. Oder? Nee, einer ist noch hier. Komm. Ja, lol. Aber jetzt helft ihr mir, oder? Deswegen verspielt. Ah. Ja, was sie an Reife nicht haben, macht ihr mächtig auch Trizeps wieder weg, ne? Oder nicht? Hallo. Hallo. Okay. Meine Schwester ist schon wieder weg. Scheint irgendwie so voll ihr Vibe zu sein, ne? Hallo, hallo. Was? Oh, das, die kenne ich aus der Demo. Ach, sind das die Kleinen? Ich weiß nicht, wachsen die hier? Was machst du? Ah, ich muss die einsammeln bestimmt. Ah. Warte. Ich muss die weglocken. Ich dachte, oh, der kleine Arsch! Oh mein Gott! Nice! Ich glaub's nicht! Hau weg! Nicht auf die drauf treten. Okay. Ja, jetzt. Mach doch mal! Warum aber bloß 4? Kann ich nicht alle deine Kids zurück? Irgendwie in ihr trautes Heim bringen oder whatever? Okay, rüber mit dir. Weil da. Hier steht auch noch einer. Ist egal, ne? Ich soll nur die Auswahl haben. Okay. Ernten die die? Ich weiß es nicht, was das kulturell bedeutet. Okay, nice. Gern geschehen. Ja, ein einfaches Danke hätte halt auch gereicht. Ey, mach mal hier das Brett zu, ne? Sonst müssen wir die sehr weit weg einfangen. Au! Sorry. Au. Hopp. Oh, an die Szene erinnere ich mich. Also an so eine ähnliche. Wie das Moos aussieht, schon krass. Ich stehe nicht auf dem Stein. Ja. Bring mir Han Solo. Du kriegst gleich auch eine Ladung. Braves Krötchen. Schön. Hier lang? Das kann ich nicht so schnell hin. Ey, hier ist Wasser. Du kannst dich abwaschen, ne? Okay, da hoch. Ey, wenn die so weiter in so einem Tempo voranstratzt, dann komme ich da irgendwann nicht mehr hinterher. Da oben wartet sie. Okay, gut. Die hat es schon kapiert. Sie rennt weiter.
Meine Güte! Ja, ich wollte gerade sagen. Ein Hoch auf deine klebrigen Zehen, Alter. Wow, zum Glück hat der Baum noch nichts von Physik gehört. Dann wäre ich am Arsch. Boah, zieht euch die Blumen rein. Ich will das nicht. Will da nicht runter. They were both curious in different ways. While Lillimore quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. Was, so werden die getrennt? Sie rennt weiter und er ist wie hypnotisiert? And suddenly, Ulle was alone again. Er hat die Zeit vergessen, während er in den schwarzen Void gestarrt hat. Aber, dann folge ich mal den Lichtern. Hey, du hast sie doch gesehen. Kannst du mich zu ihr bringen? Junge! Okay. Oh mein Gott. Ich kann das null abschätzen. Das war so witzig. Das hat halt überhaupt keinen Sound gemacht. Er ist einfach abgestürzt. Okay. Oh mein Gott. Der hat so eine unfreiwillige Komik. Ja, 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 im Kampf. Oh, da ist sie. Sehr weit ist sie nicht gekommen. Hat auch kurz Beine. Oh. Schicko Riechkolben. Oh, die wird eingesackt. Mich nicht? Doch, er sieht. Mit seinem gesunden Appetit. Ich habe gar keine Chance. Tja, Freunde, das war's dann wohl. The river was strong and Ulle was weak. He did not stand a chance. Oh. But soon the sound of the river faded. Ich werde irgendwo angespült. Aber der Wald ist so groß. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Wait. Ich habe andere Sachen an. Es ist ein Traum. Ich glaube, ich bin weggetreten, oder? Also bewusstlos? Ich denke, das ist nicht real. Wir hatten eben noch andere Sachen an. Boah, der Look ist halt auch bei so einem Game wie diesem so wichtig, dass diese Optik stimmt, damit du dich in dieser Welt irgendwie verlieren kannst und in der Schönheit. Selbst in bedrohlichen Sequenzen. Die wirken dann halt auch einfach dementsprechend intensiver. Definitiv nur eine Art Traum. Wird springen, ne? Oder verschwinden. Was ungefähr aufs Gleiche hinauskommt. Wir werden jetzt sicherlich irgendwo angespült und dann ist die Frage, wie wir ja einen Hinweis kriegen. Eventuell vielleicht Lillimore da rauszuholen. Irgendwo, wo auch immer. Frog King made sure that his new friend did not drown. All hail the Frog King, Alter.
Ja, ich habe mir das gedacht, sonst wäre ich halt schon verblichen. He felt like the loneliest child in the world. Ja, ein Child mit Seele übersetzt. I just wanted to find Lilimore and go home. Oh, tja. But to do that, he had to find where the big troll had taken her. Ja, zu wissen, wo der ist, ist eine Sache. Sie zu befreien, dann auch nochmal eine ganz andere. Ich hoffe, meine Kniegelenke machen das mit. Ich habe doch hier eine Art Feuer gesehen, oder nicht? Irre ich mich? Hat er das zerstört? Oh. Was ist da? Und noch viel wichtiger, wie erreiche ich's? Ich muss da hinschieben, dann drauf und dann komme ich da hinauf, oder? Ich kann es nicht wirklich sehen. Was habe ich da? Ah, das ist so ein Aufzieher. Ah, okay, ich verstehe. Ein Schweinchen, oh Gott. Aber warum wollte ich den Schlüssel? Für diese Tür? Oh, jetzt habe ich einen kleinen Freund. Irgendwer muss sich um den kümmern. Oh, ey, das bricht mir das Herz, echt. Kann ich hier rein? Boah, haben uns aber selber übertroffen. Okay, bye. So, Leute. Hat mir zwar das Herz gebrochen, aber Forza ist fertig runtergeladen. Ich habe was gehört. Die hält, ne? Das gute Handwerks. Hohohohst. Die Pinguine aus Madagaskar. Hier, eine Lampe. Darf ich die? Oh, ich will hier weg. Oh! Guten Tag! Boah, nachts. Nachts ist echt, leicht unangenehm. Da hängt ein Gnom. Ich muss ihn retten. Ohne Bärenfalle. Oh, oh. Ich habe auch nichts zum da. What the fuck? Holy shit! Oh mein Gott! Ich hab die nicht gesehen! Oh, Alter! Oh. Sorry, ich. What? Das Game ist ja brutal! Okay, Achtung, ne? Was ist denn da? Ah, die Spitzen! Ach, bist du doof? Okay, Leute. Insane! Na, da liegt auch eine Falle.
Achso, ich muss hier rüberklettern. Okay, das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Boah! Was ein Abfuck! Oh. Nicht, dass er mich sieht. Da ist er! Hab ich den so schnell gefunden? Ja, ich komme schon. Es gibt nur einen richtigen Weg. Hopp. Kann ich da rum und auf den Pilz irgendwie springen oder so? Ich glaube, das wird der Plan sein. Aber wie viele Bärenfallen kann der haben? Oh, das ist eine ganze Menge. Ja, ich schon mitgekriegt. Wenn hier irgendwo welche versteckt sind im Gras. Knack, ne? Ich weiß nicht. Oh, zum Glück bin ich weich gelandet. Das sollte passieren, ne? Ey, dieses Spiel, das wird aber unglaublich dark. Meine Güte. Wo muss ich hin? Ich muss erst immer sterben, um das rauszufinden, ne? Mal gucken, ob ich wieder hochklettern kann. Er hat hier seine Grube nicht gut beschnitten von Unkraut. Das ist mein Vorteil, das mache ich mir jetzt zunutze. Ich glaube, ich sehe da einen kleinen Eingang. Zu früh freuen. Gar nicht freuen am besten. Ich höre was. Oh, ich bin in seiner Nähe. Alter. Was ist das denn, ein Bär? Gestank, nicht hier auf die Schlaufen treten. Bin mir nicht sicher, ob das Fallen sind. Okay, wohin muss ich denn? Weiter. Hier. Bah. Ich will gar nicht drüber nachdenken. No. Oh Gott. Hey, kann ich da nicht drauf? Wait, von hier aus, ne? Yo, boy, denk dran, ne? Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Ist wichtig. Lebensmittelverordnung. Kurz mal ab. Oh, was macht er? Ja, das war ja ein guter Plan. Was soll ich denn machen? Ach so. Er soll da draufschlagen. Was? Ach, au! Okay. Das ist ja interessant, Alter. Oh mein Gott. Fallen jetzt diese... Stacheln erst weghauen, sonst komme ich hier nicht los. Oh mein Gott!
Digga! Okay, nicht an Ort und Stelle springen. Du links und rechts. Passt schon. Jetzt. Defeat the Butcher? Oh, das speichert. Ich kann hier nicht weiter. Oh, ich bin wie auf dem Präsentierteller. Keine Augen, keine. Ja, geh doch runter! Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Irgendwie hier so knapp bemessen, Mann. Lass mich. Dürft zu lachen. Ihr lacht schon wieder. Das ist nicht lustig. Das ist bitterer Ernst. Kann ich runter? Oh mein Gott. Das funktioniert manchmal so semi-gut. So etwas hakelig. Okay, wir sind im Schlachter entkommen, aber das war nicht der, der die Schwester entführt hat. Der war dicker. Der hier. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Ja. Gestank ist halt echt jetzt gerade mein kleinstes Problem, ne? Gucken, wo es uns hin verschlägt. Da dann? Oh, die Kleinen! Kann ich die retten? Irgendwie muss ich, ne? Die Kiste darunter droppen. Und dann fällt das darunter. Ah, ich muss den Wagen da reinziehen, dann komme ich da ran. Oh, ist ganz schön kräftiger Bursche. Steht gut im Saft. Okay, reicht. Nee. Oh, nee. Was? Ja, ich heul auch gleich. Ich muss den ein bisschen weiter voranziehen. Ich habe das Gefühl, ich konnte den nicht, ich konnte da nicht draufspringen. Okay, jetzt weiß ich's. Der rollt zurück. Okay, ein bisschen weiter. Dann das Good Time. Sehr gut. Ja, weiß ich auch nicht. Ihr. Lol, ja, die wiegen nichts, ne? Deswegen passiert denen auch nichts. Au! Ey, ich brauche eure Hilfe. Ach, deswegen, um die Tür aufzukriegen. Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin halt einfach irgendwie sozial und so. Hab ein Herz. Für Wesen, die kleiner und schutzloser sind als ich. Habe ich auch. Aber wenn man das mit einem Mittel zum Zweck verbinden kann, ist ja auch klasse. Nein. Ich dachte, die wäre kaputt. Oh Mann. Nicht da rein. Oh Gott. Das sollte passieren, ne? Oh, ich kann das nicht verhindern. Oh Gott, Alter, das Game ist. Also, das ist. Boah. Ey, das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Ist noch im Wagen eine kleine Hütte, in der Licht brennt. Vielleicht finden wir dort jemanden, der uns einen Hinweis gibt. Nein, das ist ihr Zuhause. Da fehlen vier. Erstes!
Katastrophe, ey. Ich bin nicht sicher, wo ich hin muss. Hier lang? Wirklich jetzt? Verstecken. Okay. Wenn er hier rüber rutscht, muss ich ganz schnell zum anderen Gras. Das war zu viel. Okay, nicht rennen. Versteckt bleiben. Ich sehe halt so meine Aura. Ich glaube, jetzt bin ich versteckt. Jetzt. Ich hätte warten müssen noch. Das Pattern war anders, als ich dachte. Okay, da runter. Knapp! Knapp, Alter! Hier rein. Oh. Der greift da rein. Der weiß doch genau, wo ich bin. Oh, Alter. Oder auch nicht? Richtig räudig. Nichts riskieren, nichts riskieren, nicht. Nicht zu gewagt. Oh, Alter! Boah! Bitte leuchte, 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 leuchte. Ich kann hier direkt rüber zum nächsten. Meine Fresse! Oh! Und wo nur hin? Da ist ein Ort zum Greifen. Leuchte mal dahin, ja. Okay, wenn er jetzt weggeht. Der leuchtet weiter bestimmt. Nein, 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 nein. Komm, greif! Greif doch die Wurzel! Oh, jetzt macht das. Sorry, ich bin mega panisch. Das ist übelst krass. Hinter die Hand? Das ist eine Statue. Ja. Oh. Okay, geh weg. Du hast mich verloren, Alter. So lecker bin ich doch gar nicht. Okay, wie mache ich denn? Was mache ich denn? Der wird nicht weggehen, oder? Das nützt mir nichts. Okay, was ist das To-Do? Hier mich ducken und da... Achso, da vorbei, ne? Nicht hier hoch, sondern da rein? Nee. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, wie der mich dann sehen konnte, weil eigentlich rein... Optikmäßig ging das nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, wohin ich muss. Auf jeden Fall hier vorbei. Und auf jeden Fall hier an Rand. Ach so, hier wieder, wieder klettern. Der hält sich halt nicht fest und muss da dran laufen. Das ist ein bisschen kontraintuitiv. Boah, muss der stinken. Als ob der mich nicht mitkriegt.
Er scheint halt echt blind zu sein. Also halbwegs. Auf jeden Fall eine äußerst krasse Sequenz hier. Da geht's hinauf und dann... Okay, Platforming. Ich schätze mal, wir sind ihn fürs Erste losgeworden. Meine Güte, ich schwitze mir hier einen in meinen Stuhl, ey. Boah, ich kann einmal duschen danach. Gut. Ab geht er. Uff. Ach, deswegen sind die auch vorhin so weich gefallen. Oh, die Tannenzapfen! Also, sorry! Oh, es tut mir leid! Ach, warum werden immer diese die kleinen Dinger matsch? Oh, guck mal! Oh. Das wollte ich nicht. Mein Arsch ist ganz schön stabil, ey. Ich meine, ich renne auch viel rum, ne? Oh, nicht schon wieder. Oh, ja, ja. Hoch! Oh, ich kenne sowas. Oh, wir kennen sowas. Das war zu krass. Nein, war's nicht. Dritte! Nee. Wenn's vorbeikommt. Oder muss ich's jetzt runter? Oh nein, da sind welche drin! No! Ach, das war nur Bait! Oh, das ist aber fies. Na gut, wenn ich meinen eigenen Arsch hier retten kann. Den festen. Kann sich vielleicht lohnen? Geh hoch! Warum geht der da nicht rauf? Ey, sorry, das konnte ich nicht wissen. 1A hätte der da rauf gekonnt. Oh, ey, dieses Achievement will ich nicht. Oder muss ich das? Nein, hör auf zu spinnen. Das hätte ich geschafft zum anderen. Es nimmt hier Bewegung wahr. Ich frage mich, ob ich das wirklich muss. Nein, muss ich nicht. Sehr interessant. Okay, da hinten komme ich nicht drauf. Das war zu viel. Das war zu krass. Das kriegt mich. Ja. Oh, knapp. Boah, schade. Ey, ich muss die Gnome, glaube ich, nicht sacrificen. Ich schätze, ich krieg das auch so hin. Ich muss es nur ein klein wenig besser timen. Und ich kann den Anfang hier abkürzen, indem ich hier hingehe. Ihn seine Runde machen lasse und dann sofort hier hin. Und dann sofort weiter. Besser. Oh, wie speedrunnen das. Ich meine, dann sterben die da auch, ne? Es ist eigentlich, entweder verhungern die oder sie werden gleich gefressen. Du hast es halt besser. Vermutlich letzteres. Aber kann ich... Whatever. Wir haben beides gesehen. Die Armen, ey. Was muss ich denn machen?
Mäuschen? Der Stein muss da irgendwie bestimmt runter? Oder dann, was ist dann mit dem Seil? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir gehen mal darauf zu dem Tierchen. Nein! Oh, come on! Das ist so dumm! Der kann halt nicht seitlich springen. Der springt immer nach hinten. Okay, wir haben es gleich. Ich muss da erst hoch. Und dann von unten, von oben runter droppen. Oder kann ich hier nicht lang? Doch. Der Schlachter. Ich bin immer noch hier oder wieder. Was habe ich denn vor? Ich sehe nichts. Ach, hier kann ich mich auch festhalten. Ach, das ist so dicht. Ah, ist genau das gleiche Geflecht. Schimmel. Also wenn auf deinem Fleisch Moos wächst, also... Ich will ja nichts sagen. Kühlschrank, ist eine gute Idee. Äxte sind viel zu groß, als dass ich damit umgehen kann. Nicht da reinfallen. Nicht da reinfallen. Das würde die Suppe vollkommen überwürzen. Oh, ey, gib ihm jetzt den Rest, Mann. Ich bin im Käfig. Okay. Ey, der hätte mich gleich da reinschmeißen sollen oder snacken. Frisch bin ich doch eh am besten. Au, der kommt. Als ob der das nicht gehört hat, Mann. Au. Okay, und was ist mit euch? Hallo? Ach, die Tanzäpfchen. What? Hat Gandalf einen Stein zerbrochen und du bist zu Stein geworden? Ey, hört auf, den zu piesacken! Au! Ah. Muss sie abwerfen. Die von dem runtergehen. Die tun ihm weh. Ich muss nur immer mal ausweichen. Du da hinten. Die bewerfen mich mit Zahnstochern, frech. Olaf felt bad for the ill-treated giant. Ey, kannst du mir helfen mit einem ebenfalls sehr großen, dicken Kollegen? Ich frage nicht für einen Freund. But he had a warm stone heart. Oh, wirklich? Einen sehr durchdringenden Blick. Süß. Er will mich da nach oben befördern. All he longed for was a friend. His face scared away most. Kann ihm das überhaupt wehtun, wenn er aus Stein ist? Even so. This seemed like he had found one. Oh, zum Glück wird die Story halt manchmal dann auch wholesome. Weint er jetzt? Oh Mann. Also das ist ja wirklich krass. Der Pilz leuchtet. Oh, der Stein. Dieser glowing orb.
Hölle. Verlier dich nicht. Das war ein Köder. Das sah auch echt danach aus. Boah, beschützt mich irgendetwas? Ich glaube, da hat die Demo angefangen. Ah! Ich meine mich zu erinnern, den Gesang ja auch schon mal gehört zu haben. Ja, tatsächlich! Es ist Tag und er wird zu Stein. Wie in den alten Geschichten, Herr Frodo. Crazy. Ja, sehr guter Anfang für die, also sehr guter Einstieg für die Demo. Comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Ja, diese Erzählstimme, die gab es da, glaube ich, nicht an dieser Stelle. Okay. Boah, sieht das fantastisch aus. Es war seine Schwester's way of telling him, he was on the right path. Ganz kurz zum Appreciaten. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier für heute mal einen kleinen Cut. Neustart vom Checkpoint. Ich denke, das speichert so oder so. Und falls nicht, haben wir auch im Hauptmenü eine Kapitelauswahl. Ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt von diesem Game. Ich bin mir nicht sicher, wo wir sind. Na, Gelegener Wald, Trollwald. Oh, war es das dann schon fast? Moment, ich check mal ganz kurz, wie lang das Spiel ist. Weil sonst können wir es ja... Also müssen wir es durchziehen. Okay, Augenblick. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die... Also, so eine 20-Minuten-Folge mache ich dann nicht. Dann spiele ich es zu Ende. Nee, also... Es geht um die 3,5 Stunden, sage ich jetzt mal. Also, da sind wir noch lange nicht fertig. Aber ein guter Zeitpunkt, um ein kleines Päuschen zu machen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr es weitersehen wollt. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, das ist auch cool zum Zuschauen. Und dann sehen wir uns sehr gerne in der nächsten Folge in einigen Tagen. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.